Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute was ganz Besonderes. Ihr habt es euch gewünscht und das ist lange, lange her, dass ich von jemandem geschminkt wurde, die es wirklich kann. Und das werden wir heute machen. Ich habe heute nämlich die liebe Anja von L'Occitane mit dabei und sie ist Profi. Und sie wird mich heute schminken. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich auch sehr. Die Ankündigung hat minimalen Pressure ausgelöst, aber ich bin sehr gespannt, wie das wird. Apropos Pressure. Ich hatte den Pressure schon und zwar habe ich Anja geschminkt. Ich habe dieses Make-up, ich sag mal, verfeinert, angepasst, ein bisschen verändert. Also hüpft unbedingt jetzt einmal auf den L'Occitane-Channel rüber. Ich verlinke es euch einmal oben in dem i und unten auch in der Infobox. Und alle Informationen, alle Produkte, alles, was ihr wissen müsst, steht selbstverständlich unten in der Infobox. Wir werden heute so ein bisschen mit dem Make-up arbeiten, was ich schon drauf habe. Genau. Und du wirst so ein... Ein bisschen ist gut. Wir werden hier full on Gas geben. Mhm. Ich habe mir einen Look überlegt, der richtig, richtig Eindruck macht auf jeden Fall. Mhm. Der aber, wie ich finde, trotzdem tragbar ist. Okay. Der zu einer Nude-Lippe genauso passt wie zu knallrotem Lippenstift. Und ich habe keine Ahnung, ob ich es hinkriege, weil ich habe seit 8 Jahren niemanden mehr geschminkt. Aber das ist völlig egal. Ihr wisst es, selbst wenn ich mich schminke, ist die Chance, dass das klappt, ist gering. Ich vertraue dir aber, weil gut. Ich glaube... Du kannst das. Dein Vertrauen ehrt mich. Und es geht ja auch hier gar nicht unbedingt darum, dass das der schönste Look der Welt wird, sondern, und das ist ja das, was ihr auch so liebt, diese kleinen Tipps und diese kleinen Bewegungen, die ich ja gar nicht kann, weil ich es nie so gelernt habe, die du aber kannst. Deswegen manchmal freue ich mich, ist es einfach so ein bisschen Inspo, die man bekommt. Finde ich super. Oder ihr habt einfach 20 Minuten Unterhaltung. Oh. Freunde, ich würde vorschlagen, wir bauen einmal um und dann geht's auch schon direkt los. Let's do it. Falls ihr hier neu auf dem Kanal sein solltet, dann würde ich euch bitten, jetzt den Kanal zu abonnieren und lasst dem Video unter dem Anja auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, denn so verpasst ihr keine weiteren Videos mehr und werdet immer benachrichtigt, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Kann ich sehr empfehlen. Habe ich auch schon gemacht. Ja, und vor allen Dingen, und das ist das Schöne, das erzähle ich euch aber gleich, wenn ihr auf den L'Occitane-Kanal nachher geht, da lernt ihr was. Dann lernt er was. Das kommt dazu. Ja. Aber heute lernen wir hoffentlich auch so ein bisschen was. Ich bin sehr gespannt, das Video selber zu sehen. Dann, ja? Weil ich werde mir Notizen machen. Oh, Maxi. Ich bin bereit. Ich lehne mich jetzt einfach zurück und... Und los geht's. Okay, auf geht's. Es könnte sein, dass ich einschlafe. Das ist okay, ich wecke dich dann wieder. Wenn du mir zu weit zur Seite rutschst, dann ziehe ich einmal so ein bisschen rüber. Also man muss dazu sagen, normalerweise würde ich bei diesem Augen-Make-up niemals so anfangen, wie ich es jetzt tue. Sondern immer mit den Augen beginnen und dann im Nachhinein die ganze Base machen. Weil wir arbeiten mit losen Pigmenten, mit losem Glitzer. Das heißt, wir haben eine Menge Fallout. Aber wir versuchen jetzt unser Glück und helfen uns so ein bisschen. Da gibt es einen bekannten YouTuber-Trick, nämlich mit losem Puder so ein bisschen die Partie unter dem Auge vorzubereiten. Das heißt, wir nehmen jetzt mit so einem Beauty-Blender, darf auch gerne trocken sein in dem Fall, so richtig viel Puder, so richtig viel Pigment. Genau, und Maxim guckt einmal nach oben. Und dein Jackett tut mir jetzt schon das leid. Ist okay. Ne? Da zoomen wir im Video gleich mal so richtig ran, damit man sieht, ach, aber guck mal. Das Schöne ist, wenn ich das drehen würde, ich würde das nicht beim Drehen merken und sehe es dann im Schnitt und denke mir dann immer oh, so, oh, Moment, da ist er wieder. Wieder aus. Mhm. Ist so. Ich meine, ihr seht ja auch, dass wir hier was tun. So, und wenn jetzt alles nach Plan läuft, ihr Lieben, dann können wir nämlich nachher, wenn wir mit dem Augen-Make-up fertig sind, diesen Überschuss an losem Puder einfach mit einem weichen, fluffigen Pinsel wieder wegmachen, zusammen mit dem Fallout. Soweit die Theorie. Und wir fangen an. Das finde ich super. Ja? Ja, finde ich super. Da sieht man, wann ich angefangen habe, mich mit Make-up zu beschäftigen. Ja, finde ich toll. Ich sag mal, 2015, 2016 war so meine Make-up-Zeit. Sie-Palette. Und ich habe es tatsächlich auch über YouTube gelernt, muss man ehrlicherweise sagen. Weil in der Kosmetikausbildung, man lernt nicht so aufwendige Looks zu schminken. Man lernt, wie man eine Wimper schön tuscht, wie man vielleicht eine Lippe nachzieht. Mhm. Aber diese kreativen, wirklich so ein bisschen künstlerischen Looks, die habe ich mir tatsächlich auch auf YouTube abgeguckt. Ja, guter Punkt. Du hast eine Kosmetikerin-Ausbildung gemacht. Genau, richtig. Und also ich bin auf Hautpflege spezialisiert und es gab natürlich so einen Make-up-Teil auch tatsächlich. Aber das finde ich total spannend, weil ich glaube, wenn du die Haut so gut kennst als Kosmetikerin, weißt du auch besser, wie Make-up vielleicht... funktionieren kann auf der Haut. Ja, also definitiv. So was die Reaktion angeht, wie bestimmte Texturen mit bestimmten Hauttypen auch funktionieren oder auch nicht funktionieren. Mhm. Ich glaube, da hat man schon einen gewissen Vorteil auf jeden Fall. Das finde ich gut. Ja. Wir starten mit einem super fluffigen Pinsel. Ich fange immer gerne wirklich jetzt hier
in der Lidfalte an mit einem möglichst natürlichen Ton, der der eigenen Hautfarbe super ähnlich ist. Damit können wir schon mal gar nichts falsch machen. Und wir schaffen damit die perfekte Grundlage, um alle anderen Töne, die danach noch kommen werden, ganz weich auszublenden. Und ich sag mal, im Real Life, Leute, blende ich auch manchmal 30, 40 Minuten. Wirklich? Ja, also blenden ist key. Echt? Blenden ist bei mir Horror. Blenden, bis die Hände und die Augen bluten, Leute. Nee, also das bist du bei mir. Aber seht ihr mal, deswegen freue ich mich ja, dass du auch heute hier mit dabei bist und einfach auch nochmal deine Punkte mitbringen kannst. Weil wenn ich das zum Beispiel zeige, ihr kennt mich ja Mäuse, ne? Also wenn ich mich schminke, da ist ja das Weichste, was ihr seht, ist mein Bauch und nicht die geblendete Kontur. Das ist halt so. Und der Rest macht Licht, ne? Viel Licht. Also wir haben hier ja schon sehr, sehr viel Licht, aber ich habe bei mir noch hinten drei Lampen und von oben und von unten und bei mir siehst du ja nichts mehr. Das darf euch auch immer klar sein, ne? Alles, was so perfekt aussieht in YouTube-Videos, ist ganz, ganz viel Licht. Das ist ja auch wirklich aufregend, von jemandem geschminkt zu werden, der es auch nochmal von einem anderen Blick gekannt hat. Aber du bist ja bei L'Occitane. Mhm. Wie kamst du zu L'Occitane und wie hast du so deine Ausbildung hier, oder wovon profitierst du von deiner Ausbildung hier? Weil L'Occitane ist ja sehr hautpflegeorientiert. Absolut, genau. Also ich habe wirklich 8 Jahre als Kosmetikerin ganz klassisch in der Kosmetikkabine gearbeitet. Und in Heidelberg, wo ich auch herkomme, gibt es auch einen L'Occitane-Store. Und ich bin da ganz oft vorbeigelaufen und ich fand einfach diesen Laden so schön. Ja. Und ich bin, ich glaube, 2-3 Mal reingegangen und habe gefragt, ob die auch Behandlungen machen. Weil damals wollte ich halt wirklich auch noch am Kunden arbeiten. Das hieß immer, nee, leider nicht, wir verkaufen nur. Und nach 8 Jahren in der Kabine habe ich gedacht, so, jetzt mache ich nochmal was ganz anderes. Und genau zu dem Zeitpunkt hing in diesem L'Occitane-Laden plötzlich eine Stellenanzeige, dass sie nach einer Shopmanagerin suchen. Klasse. Und ich dachte mir so, jetzt bin ich bereit, die Kabine zu verlassen und auf die Verkaufsfläche zu treten. Und klar, also die Ausbildung als Kosmetikerin macht einem natürlich auch die Verkaufsberatung leichter, weil man einfach schon weiß, welche Haut was braucht. Dann hat man natürlich schon gewisse Vorteile. Total. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du die Haut auch noch mal wissenschaftlicher kennst und nicht nur wirtschaftlich kennst, sondern du ganz genau weißt, was braucht die Haut wirklich und welche Produkte kannst du dann empfehlen. Und mich interessiert jetzt mal vor allen Dingen, woher kennt ihr L'Occitane auch? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Bei mir, es war schon immer da. Ich habe auch vorhin erzählt, dass meine Mama zum Beispiel, habe ich ihr 2 Adventskalender, 2-mal denselben Adventskalender gekauft. Grüße gehen raus an Maxims Mama. weil sie sich da so rüber gefreut hat. Und das ist ja eine Marke, die schon immer da war. Gefühlt, ja. Es ist wirklich eine absolute Traditionsmarke aus Frankreich. Es ist ja wirklich das Land der Schönheit, muss man auch einfach mal sagen. Und ich glaube, ganz viele verbinden es einfach auch irgendwie mit Geschenken. Man bekommt es vielleicht mal zu Weihnachten, zum Geburtstag und es ist was Besonderes. Und die Augen werden einfach immer ganz groß und leuchten, wenn man L'Occitane geschenkt bekommt. Das ist halt immer, wenn ich bei uns am Kudamm vorbeigehe und diesen wunderschönen orangenen Laden sehe bei uns. Finde ich toll. Im zweiten Schritt würde ich jetzt einfach praktisch ganz leicht dunkleren Braunton nehmen und nochmal genau dasselbe machen. Also mit dem gleichen Pinsel auch nochmal genau die gleiche Stelle. Also an dem Punkt müssen wir überhaupt nicht präzise arbeiten. Das ist mir immer das Liebste. Ich habe mir auch nicht ganz uneigennützig einen Look ausgesucht, der ohne viel Technik auskommt. Also ihr müsst hier nicht wissen, wie man einen perfekten Lidstrich zieht, wie man Wimpern aufklebt. Ne? Also diese ganzen Fallstricke, die Make-up manchmal ja so mit sich bringt, fallen hier komplett weg. Aber das finde ich ganz gut, weil ich glaube, meine Community ist ja auch von mir schon diese sehr einfach umzusetzenden Looks. Gut machbar. Machbar. Verwöhnt nicht, aber sie kennen das halt. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, weil es für den Alltag sehr gut ist. Und auch mehr Farbe darf natürlich sein. Also du arbeitest auch von hell zu dunkel. Ja, auf jeden Fall. Und startest auch mit matten Shades. Genau. Wenn du jetzt die Chance gehabt hättest, hättest du eine feuchte Lidschattenbase genommen oder arbeitest du lieber auf einer trockenen? Gerne trocken tatsächlich. Und ich persönlich handhab's da auch gerne super einfach und ich benutze als Base tatsächlich meinen Concealer. Und dann pudere ich den einmal gut ab und damit hat sich das. Aber das ist so spannend, weil einfacher ist manchmal besser. Ja, weil wir kennen das halt noch so, du brauchst auf jeden Fall eine ganz, ganz dicke Lidschattenbase und die muss dann richtig nass sein und dann den Lidschatten raufpressen und dann kriegst du den nicht mehr verblendet. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das Problem ist, was viele haben. Deswegen freue ich mich, dass du auch hier heute mit dabei bist. YouTube-Content ist immer sehr, Hauptsache es knallt, aber es ist schwierig im Alltag dann umzusetzen, weil wenn ich eine feuchte Base habe, ich habe neulich was Tolles gehört, vielleicht kanntest du das schon,
wenn du ein trockenes Produkt auf ein feuchtes Produkt gibst, mhm, wie beim Kuchenbacken, und das zu schnell miteinander verbindest, Mist, dann ist es auch so eine labbrige Suppe. Ja. Und wenn du nach und nach immer ein bisschen mehr Puder oder Mehl ins Ei beispielsweise reingibst, wird das viel, viel ebenmäßiger. Leute, am Ende ist auch Make-up Chemie. Also es ist alles, ja, Chemie, Backen ist auch Chemie. Also ja, kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt habe ich so ein bisschen steiferen Pinsel genommen, ein kleines bisschen, und nehme so einen, ich würde es mal als Latte Macchiato-Ton bezeichnen. Und jetzt gucken wir, dass wir wirklich nicht mehr über die Lidfalte rausarbeiten. Also jetzt versuche ich schon so ein bisschen präziser in der Lidfalte zu bleiben und auch wirklich hier bis zum inneren und ganz bis zum äußeren Augenwinkel gehen. Weil gleich, werdet ihr sehen, kommt nämlich der Trick. Also hier wirklich von innen bis nach außen. Und was ich jetzt normalerweise, wenn ich daheim wäre, auch machen würde, ist, ich würde nach jeder Farbe, nach jedem einzelnen Schritt, nochmal mit einem komplett leeren Blendingpinsel, mhm, über alles drüber gehen. Hm. Blenden, blenden, blenden. Wir merken uns, bis die Finger und Augen bluten. Ja, aber ich glaube, das sind halt wirklich diese kleinen Kniffe, wo man sagt, okay, das macht das Make-up dann auch noch so ein bisschen, mhm, in Anführungszeichen, hochwertiger, wenn man wirklich sich die Zeit nimmt. Das Schöne ist ja, ich finde, beim Make-up ist genauso wie bei Mode. Es geht von bis alles. Mhm. Also du kannst es ruckzuck innerhalb von 2 Minuten machen. Es gibt Kniffe und Tricks. Da siehst du wirklich nach 2 Minuten aus wie ein anderer Mensch. Ja. Oder fühlst dich zumindest um einiges frischer und besser. Aber du kannst ja auch 2 Stunden Zeit nehmen und noch nicht fertig sein. Also ja, das ist, wenn ich ein Event habe oder wenn ich mich fertig machen muss, in Zeitdruck, ich schaffe mein Make-up auch in 10 Minuten. Ja. Full. Ja? Wenn es sein muss. Aber gib mir eine Stunde. Und die nutzt du auch. Eine Stunde. Ja. Seht ihr, genau, das mache ich jetzt nämlich. Ich gehe jetzt einmal, bevor wir mit den richtig krassen Farben kommen, nochmal über alles drüber, blende nochmal alles schön aus, damit wir keine harschen Linien haben. Wir machen hier keine Geometrie, Leute. Also du hast 2 verschiedene Transition Shades genommen. 3 jetzt schon. 3? Mhm. Würde man nicht vermuten, glaube ich, wenn man dich jetzt so anguckt, dass das schon 3 Töne sind. Aber krass. Ich hätte auch nicht gedacht, ne, dass die kleine Anja-Maus aus dem popeligen St. Ilgen. Daumen hoch, wer St. Ilgen kennt, Leute. Wahrscheinlich kein Mensch. Wo liegt St. Ilgen? Also direkt nebendran ist Leimen. Das kennt man vielleicht von Boris Becker. Da kommt Boris Becker her. Und Leimen ist dann wiederum ein Vorort von Heidelberg. Das, okay, kann man vielleicht das kennen. Das kriege ich hin. Mhm. Ich glaube, dass viele wirklich so ein bisschen was mitnehmen können. Das ist natürlich auch das, weswegen wir das hier machen. So ist es. Jetzt wird es schon ein bisschen deeper und farbenfroher. Mhm. Ich würde jetzt hier eine Mischung aus so einem richtigen Schokobraun und so einem Bordeaux nehmen. Und den geben wir jetzt einmal an den äußersten Augenwinkel und, haltet euch gut fest, auch an den innersten. Halo Eye. So sieht es nämlich aus. Und das ist jetzt praktisch nur die Vorbereitung. Wir werden diesen Farbton später, wenn wir mit dem Glitzer, mit dem Pigment arbeiten, im Prinzip nicht mehr sehen. Aber wir werden dadurch eine ganz andere Dimension schaffen können. Dadurch, dass wir hier jetzt so als Base was Dunkleres nehmen. Das ist, kennst du das? Bist du aufgeregt? Ja, total. Weil es mich so ein bisschen daran erinnert an dieses Spiel. Mal mir was auf den Rücken und du musst raten, was ich gemalt habe. Ach, weil du hast ja keine Ahnung, was du jetzt, mhm, gerade auf dem Gesicht, genau, hast. Genau, also ich sehe es nicht. Maxim sieht es ja gar nicht. Genau, sonst habe ich ja immer einen Viewfinder, dass ich weiß, okay, bin ich noch im Fokus, aber wir haben hier natürlich kein Viewfinder, dass ich es auch nicht sehen kann. Wir haben 2 menschliche Viewfinder, ja, hinter der Kamera heute. Das sind die besseren Viewfinder und die besten Viewfinder. Und das ist natürlich jetzt ganz aufregend. Also ich merke, es ist ein Halo-Eye. Mhm. Die Farben sehe ich so ein bisschen, aber wie es am Ende aussieht, du. Das ist natürlich auch für mich aufregend. Und weißt du, was Make-up auch ist? Improvisieren. Und deswegen, mhm, habe ich jetzt gerade entschieden, die so ein bisschen auch zu connecten mit der Crease, also mit der Lidfalte, die wir jetzt schon geschaffen haben. So ein ganz kleines bisschen zumindest zu verbinden. Hast du genug Platz? Mhm. Ich kann meine Augenbrauen nicht so. Ich ziehe die mir zurecht, so wie, okay, ich die brauche. Also ich muss wirklich sagen, ich hoffe, ihr, die jetzt zuschaut, denken sich nicht, what? Aber bis jetzt läuft es besser als die Male, wo ich zu Hause geübt habe. Ich bin ganz zufrieden. Das hatte ich vorhin nämlich auch gedacht. Ich, ja? Habe ich euch bei Instagram ja schon gezeigt, dass ich an dieser kleinen Silikonpuppe, an dieser Silikonpuppe geübt habe. Weil ich schminke ja sehr, sehr selten jemand anderen. Ne? Und dann vor einer Kamera dich zu schminken, die dies gelernt hat. Warst auch ein bisschen nervös, ne? Ich war sehr aufgeregt, aber ich bin positiv überrascht gewesen. Bist du von deiner eigenen Leistung? Mhm. Also ich bin auch sehr, sehr happy. Ich muss eigentlich heute Abend noch was machen, habe ich mir auch überlegt. Ja, wir gehen dann einfach gleich hier so schön so über die Köln, ne? Auf jeden. Apropos Köln. Mhm. Ihr sitzt ja hier in Düsseldorf. Ja. Gibt es so ein Produkt von L'Occitane, wo du sagst, das hat dich gecatcht? Also das ist dein
Favorite-Produkt. Oh ja, wer den L'Occitane-Kanal kennt, weiß es schon. Es ist nicht mal eine Pflege. Mhm. Mein Lieblingsprodukt ist der entspannende Kopfkissennebel. Leute, wer Schlafprobleme hat, so wie ich, nervöses Mäuschen, bin immer aufgedreht irgendwie, diesen Kopfkissennebel einfach so 10 Minuten vom Schlafen gehen, aufs Kopfkissen sprühen oder als Raumduft, das funktioniert auch. Und es duftet nach echtem Lavendel. Mhm. Ich glaube, viele kennen den Duft von echtem Lavendel gar nicht, sondern nur dieses künstliche Lavendelaroma. Ja. Aber der echte Lavendel riecht würzig, der riecht frisch, der riecht nach Urlaub. Oh, spannend. Und du schläfst ein wie ein Baby. Und es ist wirklich nachweislich so, dass er nicht nur hilft, besser einzuschlafen, sondern auch länger und besser durchzuschlafen. Vielleicht bräuchte ich eine kleine Lavendelplantage in meinem Schlafzimmer. Ich habe nämlich auch überlegt und ich hatte, für mich ist das die beste Handcreme, die es natürlich gibt. Oh, ja. Aber als ich jetzt hier angekommen bin und hier im Bad war, die Handseife. Geil, oder? Oh. Ja, weil in der Seife von L'Occitane ist schon Shea-Butter mit drin. Das heißt, du wäschst und pflegst die Hände in einem Schritt. Ich habe mich nämlich gefragt, weil normalerweise, sobald ich mir die Hände gewaschen habe, muss ich immer sofort eincremen. Ich bin da richtig pingelig. Ich habe euch das neulich erzählt. Ich kann meine Finger nicht mehr berühren, weil ich dieses trockene... War super. Ein bisschen Handcreme jetzt. Das ist ganz angenehm, ja. Kann ich auch sehr empfehlen. So, jetzt kommt der Star der Show, wenn man so möchte. Das Pigment, das Glitzer. Und wenn man das so hört, klingt es wirklich sehr, sehr merkwürdig. Es ist, der Farbton wird als braun-blau beschrieben. Mit Duochrome? Mhm. Freunde, wenn ihr das sehen könntet. Boah, ich gebe mir gerade richtig Mühe, nicht das komplette Pigment wenigstens noch nicht auf deine Hose zu schütten. Das wäre völlig in Ordnung. Ich habe noch 3 weitere dabei. Ich würde jetzt im ersten Schritt so ein bisschen mit einem wirklich ganz flachen Pinsel trocken auftragen. Aber im zweiten Schritt gehen wir gleich nochmal mit ein bisschen Fixierspray drüber. Dann können wir nämlich aus diesem Glitzer wirklich so einen Metallic-Effekt machen. Und so, und da ist jetzt nur wichtig, dass wir wirklich versuchen, auf gar keinen Fall über diese Crease, über die Lidfalte drüber zu arbeiten. Weil so ein Pigment, so ein krasses Glitzer über der Lidfalte kann schnell ein bisschen messy wirken. Du bleibst auch mit Schimmerprodukten eher auf dem beweglichen Lid. Ganz genau. Mhm. Das Wort habe ich gesucht, danke. Bewegliches Lid. Das passiert, wenn man Make-up-Videos nur auf Englisch guckt, ne? Ja, das ist wirklich spannend zu wissen, dass es auch so bei dir dann dieses YouTube-Make-up trotzdem durchgesickert ist. Ja, auch die Produkte, total, die ich jetzt gerade sehe, das sind so Klassiker. Ja, absolut. Also mein Make-up-Wissen ist 2017 stehen geblieben, kann man sagen. Aber das war auch die Hochkultur. Ja. Da ist am meisten passiert. Ja, ist die so. Spannendsten Produkte, die buntesten Produkte und vor allen Dingen die vielseitigsten. Mhm. Alles, was danach kam, ist dieses Clean Girl Make-up geworden. Auch schön. Auch, aber das war noch bunt und das war spaßig. Mhm. Ja, man konnte sich richtig austoben einfach. Wir besprühen einmal den Pinsel, den wir gerade benutzt haben und feuchten den einfach so ein bisschen an. Man kann dafür Fixierspray nehmen, Primer Spray. Im Notfall kannst du sogar Augentropfen nehmen, wenn du welche hast. Und wenn du nur dich selbst schminkst, dann auch deine eigene Spucke. Aber bitte nur dann. Ja, das ist, kann ich eine lustige Geschichte erzählen. Ja. Einige haben es mitbekommen. Ich habe es auch dann mitbekommen. Ich hatte vergessen, eine Szene rauszuschneiden. Oh nein, jetzt kommt's. Wo ich den Pinsel in den Mund genommen habe. Das hätten wir so ein bisschen, das geht meistens halt schnell über die Zunge. Dann ist er halt feucht fürs Inner Corner. Highlight, und war halt noch ein Video. Ja, und das war noch ein Video, aber viel schlimmer war, dass ich den Pinsel vorher schon benutzt hatte und dann die restlichen 30 Minuten meine Lippe hier so einen bunten Strich hatte. Auch sehr schön. Kann man als Look verkaufen, Maxim. Wer das Video findet, Freunde, verlose ich ein XXL L'Occitane-Paket. Oh, das ist doch mal eine Ansage. Ich würde jetzt nur den äußeren Rand hier noch so ein bisschen vertiefen. Tatsächlich. Das ist so krass, weil es ist so beruhigend. Oder man kann wirklich einschlafen. Ja. Machst du jetzt noch so ein bisschen Panflötenmusik? Und dann bin ich weg. Hast du auch gemerkt, dass es einfach überhaupt nicht wie eine Panflöte geklungen hat gerade? Ne? Also, aber ich hab's. Ich nehme es als ausgefallene Panflöte. So. Aber ja, ich finde das schön. Darf ich deine Wimpern ein bisschen tuschen, Maxim? Ja, bitte. Würdest du einmal nach unten schauen? Genau so, perfekt. Ah, du hast schon so cool geschwungene Wimpern, so richtig schick einfach. Wimpernlifting. Ja, man merkt, das macht sich voll bezahlt. Ich muss nur noch ein bisschen schwarz hier dran klatschen und gut ist. Ich habe mir auch noch nie von jemand anderem die Wimpern getuscht bekommen. Aber du machst es sehr, sehr gut. Ich habe jetzt bestimmt angerechnet. Krass, was passiert jetzt gerade? Nein, sehr gut. Was habe ich gemacht? Gerade nach unten gedrückt, ja. Ne? Perfekt. Du bist ein sehr gutes Model.
Mal abgesehen davon, können wir bitte darüber sprechen, wie wunderschön dieser Mann einfach ist. Du hast ein Gesicht wie aus Marmor. Lieben wir. Dankeschön. Also die gerade zu, geht trotzdem voll gut. Nee, hab ich ja. So schön fand ich es gerade. Ah, toll. Okay, gut. Warte, lass mich kurz mich sortieren. Okay, also ich muss sagen, also ich hoffe, dass man das über die Kamera auch so sieht, aber bis jetzt bin ich eigentlich ganz happy. Ich filme gleich ein Close-up nochmal ab. Ja, das genau. Ist wirklich. Jetzt müssen wir natürlich unten noch ein bisschen was machen, weil wir haben jetzt ein sehr starkes Make-up auf dem Auge. Dann brauchen wir so ein bisschen Balance auch unterm Auge. Das heißt, wir versuchen jetzt, diesen ganzen Fallout unterm Auge wegzumachen. Wir drücken mir alle die Daumen. Ja, das geht tatsächlich, ne? Super. Krass. Mega. Bruder ist... Ein Wisch und weg. Gab es da nicht mal irgendein Reinigungsprodukt? Wisch und weg? Das sind die Tücher, oder? Ah ja, schau. Eine Sache hast du gerade gesagt, die fand ich ganz spannend. Du hast oben schon viel und gehst jetzt unten dafür weniger? Nee, unten auch ein bisschen was. Wir müssen ein bisschen was schaffen, um diese Balance zu kreieren. Okay. Weil oben ganz viel und unten gar nichts, finde ich persönlich jetzt immer. Also ich meine, you do you, ne? Wenn dir das gefällt, perfekt. Ich finde, so ein bisschen Balance darf gerne sein. Ich würde jetzt auch noch mal so ein festeres Pinselchen nehmen. Auch noch mal so ein Schokobraun. Und direkt an den Wimpernkranz. Direkt in den Wimpernkranz, genau, ganz eng. Ich lasse nur vorne so ein kleines Stückchen frei, weil da wahrscheinlich noch so ein bisschen highlighten werden gleich. Mhm. Gibt es so eine Technik, die du gelernt hast, wo du sagst, das hat dein Make-up komplett verändert? Nee, ich glaube, ich bin gar nicht so das Technik-Girl, muss ich ehrlich gestehen. Eine Technik jetzt nicht unbedingt, aber definitiv Augenbrauen. Mhm. Also als ich 2015 so ungefähr angefangen habe, mich für Make-up zu interessieren, in meinen lilaner Glitzer-Lidschatten morgens um 7 Zeiten, habe ich, genau, wenn du, you do you, sage ich immer wieder, wem das Spaß macht, der sollte es auf jeden Fall tun. Und ich gucke mir heute Fotos von damals an und merke einfach, ja, lila Glitzer, wunderbar. Und meine Augenbrauen sind nicht gemacht. Die sind nicht nachgezogen, die sind nicht gebürstet. Das 2016 ist einfach ganz, nicht ganz gemacht? Schrecklich. Nein! Weil das ist so typisch Anja. Alle Leute, die mich kennen und dieses Video sehen, werden jetzt sehr lachen. Das ist so, ja, hier zwei Stunden Augenschminken, ja, aber die Augenbrauen ausfüllen ist dann noch... Keine Lust mehr. Das ist dann einfach das bisschen Tomate. Das sieht einfach furchtbar aus, Leute. Also wenn ihr viel Augen macht, dann bitte macht irgendwas mit euren Augenbrauen. Irgendwas. Das ist so lustig, weil wir vorhin drüber gesprochen hatten, über so Beauty-Fails. Also wenn ihr das sehen wollt, es geht demnächst tatsächlich auch noch ein Q&A online. Das kommt in den nächsten Tagen. Ich verlinke euch das dann natürlich auch nochmal im Anschluss, beziehungsweise bei Instagram habe ich es euch dann gezeigt. Aber dort habe ich euch noch einen weiteren Beauty-Fail verraten und der war schon kritisch und viele von euch haben den bestimmt auch gemacht. Das glaube ich auch. Auch so ein Klassiker. Ich glaube, viele haben Angst, gerade am unteren Wimpernkranz Farbe auszublenden, aber einfach durchhalten. Also wirklich mal 1-2 Minuten blenden. Ihr werdet feststellen, es ist super weich und soft. Damit könnt ihr selbst den dunkelsten Braunton gut unterm Auge tragen, egal wie blass ihr seid. Also nachdem du mich jetzt vorhin geschminkt hast, muss ich sagen, könnte ich mir das auch, schon was, ne? Auch öfter morgens mal vorstellen. Um 5 kommt ist jemand, so. Macht dein Make-up und dann gehst du durch den Tag. Auf der anderen Seite, Freunde, wenn wir es selber machen, wissen wir ganz genau, wie es funktioniert. Und können dann immer noch so ein bisschen anpassen, wenn da vielleicht mal ein Pickelchen mehr dazu gekommen ist. Das ist auch wieder wahr. Hat alles sein Für und Wider. So, wir machen noch so einen kleinen Schnübi hier, so ein bisschen was Helles am inneren Augenwinkel. Einfach, weil ich mal von irgendeinem Make-up-YouTuber gehört habe, dass es das Auge öffnet. Ich glaube bis heute dran. Ja. Dann machen wir es auch. Das ist ein richtig schöner, silbriger Inner Corner. Oh ja. Ah, es hatte aber auch was. Wobei ich aber auch sagen muss, so 2019 war ja auch so eine bold inner corner. Also so ein richtig betont. Pinkes inner corner und vielleicht einfach nur einen braunen Liner sonst dazu. Ja. War auch schon nice. Ich glaube, dass das im Sommer auch wieder eine gute Sache ist. Vielleicht kommt es wieder. Das ist ganz spannend. Ich habe nämlich Ende des Jahres eine Make-up Prediction gemacht. Habe gesagt, was ich glaube, was die Trends für dieses Jahr werden. Mhm. Was glaubst du, was dieses Jahr, was Skincare vielleicht auch angeht? Mhm. Oder aber auch, was Beauty angeht, rauskommt. Also ich glaube fest daran, nachdem wir 2 Jahre abstinent waren, dass wir auch ganz viel knallige Lippe wieder haben werden. Ja. Und trotzdem, was ich so mitbekommen habe, zumindest auf den Laufstegen, ist auch der blaue Lidschatten wieder da. Kannst du dir das vorstellen? Richtig so royal blauer, matter Lidschatten. Krass. Und am besten dazu noch eine rote Lippe. So wie in den 80ern. Das kommt also alles wieder. Man muss nur lang genug. So ein bisschen. Finde ich ganz spannend. Wir werden Ende des Jahres wieder darauf reagieren. Genau. Und wir kommen zurück. Wir kommen nochmal auf diesen Tipp zurück. Ich habe mittlerweile eine Excel-Tabelle mit Predictions gemacht. Oh, krass. Kommt dazu.
Und dann kann ich da nochmal drauf reagieren. Okay, da bin ich mal sehr gespannt. Wir tuschen jetzt mal noch die untere Wimpernreihe so ein bisschen an. Also Puder, Foundation würde ich tatsächlich komplett unberührt lassen. Mhm. Was ich machen würde, einfach weil ich das bin und ich bin ein absoluter Rouge-Fetischist, wäre nochmal so ein Hauch pinkes Rouge. Ja, ich liebe auch die Farben, die du dabei hast. Ja, es sind nur zwei, aber man kommt relativ weit damit. Voll. So ein bisschen orange-bronzemäßig und ein richtig krass pinkes. Du teilst den Blush auch ein bisschen grobflächiger auf. Oh ne? Ja, weil ich bin die Frau fürs Grobe. Das ist einfach so. Finde ich spannend, weil wir ja sonst immer so, ja, der Blush darf nur auf die Apfelbäckchen und so ein bisschen. Ach, überhaupt nicht. Also ich kenne auch Make-up-Artisten, die ich persönlich sehr, sehr bewundere, die wirklich sagen, Blush auch bis hier zu den, wie nennt man die Stelle? Schläfen. Hm? Zu den Schläfen. Okay, Leute, soweit so gut. Augen-Make-up und Teint sind fertig. Und Maxim, ich gebe dir einmal einen Spiegel in die Hand. Oh mein Gott, ich sterbe gerade. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Nein, bitte nicht. Setz dich. Oh, ich liebe den Duochrome. Ja? Ich kann nicht. Jetzt sind die beide so. Doch, und ich glaube, und jetzt... Ach, krass, meine Augen. Guck mal, wie die rauskommen. Ja, oder? Ne? Entschuldigung, ich muss jetzt hier mal kurz selber in den Spiegel gucken, Freunde. Also, weil ich finde, dass du meine Augenform genutzt hast. Ja, genau so habe ich gedacht. Nein, du hast wirklich das Make-up an mein Auge angepasst. Mhm. Und ich mache das immer so, ich passe mein Auge an das Make-up an und ziehe das bis hinten, dass ich so viel Farbe wie möglich raufkriege. Oh, ich lieb's. Wie schön. Und jetzt weiß ich auch, was du meinst mit den verschiedenen Lippen. Das können wir gleich mal auch noch ausprobieren, wenn du magst. Wir können nämlich dazu, finde ich, sowohl einen ganz new, leicht natürlichen Ton tragen, aber auch so eine richtige Statement-Lippe. Geht beides. Wir probieren auch gleich einfach mal beides aus, Freunde. Ja. Ihr könnt mir jetzt einmal in die Kommentare schreiben, welche Lippe würdet ihr dazu tragen? Oh, eine krasse rote, intensive vielleicht oder eher so eine leichte, nudige Lippe. Ich bin Schuck. Slay. Wir starten mal mit einer nudigeren Lippe. Ihr kennt mich, ich liebe es, mit einem dunkleren Lipliner schon mal anzufangen. Finde ich auch sehr, sehr geil. Es hat auch so 90er-Jahre-Vibes. Voll. Ich liebe das. So Anastasia. Oh ja, ja, ja. Und verblendet. Ja, es sieht hammer aus dazu. Und dadurch, dass ich unten nicht so ganz verblendet habe, klappt die Lippe nochmal um. Sieht noch voller aus. Mhm. Also nude finde ich es auch schon super süß. Ja. Aber ich glaube, ich würde da... Bold gehen. Ja? Mhm. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Sieht auch richtig geil aus dazu. Ich glaube, das finde ich noch krasser. Ja. Weil das, es ist auch so ein kühler Ton, der aber trotzdem ein bisschen, also das ist so für mich das perfekte Herbst-Make-up oder ich gehe jetzt abends aus. Oh ja, also es ist auf jeden Fall nicht für jeden das morgens um 8 zur Arbeit fahren Make-up, muss man ganz klar sagen. Es geht noch, finde ich. Also es ist irgendwie, wenn du blinzelst, hast du so diesen Wow-Effekt. Ja. Aber wenn du einen einfach nur ganz normal geradeaus anschaust, ist es durchaus tragbar. Ich fühle es total. Schön, ich auch. Ich fühle es. Freunde, ich bin super gespannt, wie euch dieser Look gefällt. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein konnte. Für euch gibt es jetzt eine ganz, ganz klare Empfehlung, jetzt einmal auf den L'Occitane-Kanal rüber zu gehen. Denn dort, Freunde, findet ihr wirklich unterhaltsame Videos, nicht nur mit mir, aber mein Video ist soeben auch auf dem L'Occitane-Kanal online gegangen. Da habe ich Anja geschminkt und Freunde... Also ich bitte euch, ich sehe ja wohl bezaubernd aus, oder was? Ja, der Weg dahin war ein schwieriger und ein sehr steiniger. Aber ich freue mich, wenn ihr da jetzt einmal raufhüpft. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal, ihr süßen Mäuse. Passt auf euch auf. Tschüss.